schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Oder falls du neu hier bist, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Dörte vom Werktisch und zeige hier in eher unregelmäßigen Abständen Tipps und Tricks rund ums Thema schönes Schreiben und Buchbinden. Gerne verarbeite ich meine alten Übungsblätter und zeige dazu immer mal wieder so kurze Videos, so auch heute. Da geht es um das Thema Ostereier, weil Ostern ja direkt vor der Tür steht. Am besten verwendest du für das heutige Projekt ein Übungsblatt mit wasserfester Schreibflüssigkeit, damit ihr das Ganze nicht verschmiert, weil wir mit flüssigem Kleber arbeiten müssen. Was wir brauchen, zeige ich dir gleich. Eins vorweg vielleicht noch, wenn dir das Video gefällt, dann lass mir doch gerne ein Like da und abonniere auch den Kanal, damit du keine zukünftigen Videos verpasst. So, und jetzt lass uns rübergehen zu meinem Schreibtisch und loslegen. Für das heutige Projekt habe ich mir rausgesucht ein Ei. Dieses hier ist aus Plastik, aber du kannst natürlich jedes Hühnerei, Gänseei, Entenei, Straußenei, was auch immer du hast, benutzen. Dann als Hilfsmittel finde ich ganz praktisch, wenn man einen Schaschlikspieß hat, den man hier unten rein stecken kann, wenn man dann das Ei später, wenn man das hier unten bekleben will, einfach in ein Glas stellen kann, um das Ganze zu fixieren. Jetzt ist meine Kamera gerade ein bisschen zu tief eingestellt. Voilà, so. Ja, dann kann man einfach besser kleben. Dann als Kleber kannst du ganz einfach einen Acrylbinder nehmen, kannst du Serviettenkleber nehmen, kannst du gegebenenfalls auch Bastelkleber nehmen. Ich trage alles immer gerne mit einem Pinsel auf, auch den Bastelkleber, weil es einfach gleichmäßiger wird, weil ich den Kleber einfach gut auf dem Papier verteilen kann. Dann brauchen wir natürlich unser Übungsblatt. Ich habe hier schon mal angefangen. Das war der Osterspaziergang. Das Projekt begonnen habe ich im Schreibsalon. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann findest du da einen Link unter dem Video in der Infobox. Und wir brauchen eine Art von Lineal, um das Papier reißen zu können. Ich habe, wie gesagt, ja schon mal ein Ei begonnen. Da bin ich jetzt schon so weit gekommen. Den Rest mache ich, um dir einfach zu zeigen, wie man das am besten klebt. Bevor wir kleben, müssen wir uns natürlich die Streifen reißen. Und ich mache das ganz einfach, indem ich mir mein Lineal anlege und dann an der Kante reiße. Das ist jetzt so rum gerade ein bisschen unpraktisch, weil ich Rechtshänder bin. Lege ich mir das so und ich reiße Stücke, die so ungefähr bisschen mehr als 1 Zentimeter breit sind. Ich habe hier sogar, glaube ich, mich ursprünglich an meinen Hilfslinien orientiert. Das heißt, wenn du siehst, hier ist so eine Zeile dann lesbar, wobei es nachher eh nicht lesbar sein wird, weil wir das ja noch in kleinere Stücke reißen. Einfach hier am Lineal langreißen. Und damit mache ich mir dann einfach ein paar Schnipse. Die Schnipsel müssen jetzt gar nicht besonders schön sein und ich rate dir auch, kürzere und längere Stücke zu reißen, einfach aus dem Grunde, weil das Ei ja eine Rundung hat und wenn es hier oben eng wird, dann ist es geschickter, man hat kürzere Stücke, damit sich da nicht so kleine Falten bilden. Es lässt sich nicht ganz vermeiden, aber je kürzer die Stücke, desto besser kommt man um die engere Rundung nachher rum. Mein Kleister habe ich mir auf so einen kleinen Deckel gegeben. Mein Ei habe ich hier. Und dann muss ich einfach nur noch anfangen, meine Stücke einzuleimen, wirklich bis gut an den Rand. Es empfiehlt sich übrigens da, ein Übungsblatt zu nehmen, was du mit wasserfester Tusche oder sowas geschrieben hast. Denn sonst wird dir das gegebenenfalls verschmieren, weil du da ja auch immer noch mal rübergehen musst. Und wenn es jetzt Tinte wäre, dann könnte es sein, dass sich die Schrift da löst.
schön auch an den Rändern glatt streichen und versuchen, die ganze Luft unter dem Papier wegzustreichen, damit es gut anhaftet. Und so machen wir jetzt einfach das ganze Ei noch fertig und dann schauen wir mal. Ich hole mir jetzt nochmal meinen Spieß zur Hilfe, damit ich mein Ei besser fixieren kann. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu nah unter die Kamera, aber das ist für mich zum Arbeiten viel praktischer, weil ich das Ei nicht gleichzeitig noch halten muss und es kann da auch besser trocknen. Dann die Streifen hier immer schön überlappend in alle möglichen Richtungen aufkleben, dass keine Lücken entstehen und gut feststreichen. Hier ganz unten am Ei ist es eben auch wieder wichtig, dass du kleine Stücke nimmst, damit du da möglichst gut um diese enge Rundung kommst. Und ich habe mich entschlossen, ich werde das Loch jetzt auch einfach überkleben, denn mein Ei wird gelegt und nicht irgendwo auf dem Spieß gesteckt. Das kannst du dir überlegen, auch je nachdem, ob du in deinem Ei das Loch oben oder unten hast, ob du es zum Aufhängen machen möchtest oder anderweitig dekorieren dementsprechend. Das Loch kann man aber auch später nochmal nachstechen, das geht ja durch das Papier locker durch. Schwuppdiwupp. Fast fertig. Das Schöne bei dieser Technik ist, dass du Übungsblätter nehmen kannst, die wirklich Murks sind, weil man das nachher überhaupt nicht mehr lesen können wird. Aber es hat einfach einen sehr hübschen Effekt. So, fertig. Jetzt muss mein Ei nur noch ein Geschwisterle kriegen und dann wird es hier zusammen mit Mama Huhn im Nest arrangiert und Ostern kann kommen. Wenn dich das Huhn oder auch die Geschwister von dem Huhn interessieren, die findest du in meinem Shop. Das verlinke ich dir auch gerne nochmal unter dem Video. Ich wünsche dir frohe Ostern.